So, herzlich willkommen zu einem kleinen, naja, ich sag jetzt mal, besonderem Anliegen. Wie man im Titel bereits gehört hat, Heretic? Ja, ich hatte schon länger angekündigt, dass ich hier gerne mal so diese ganzen klassischen Spiele abseits von Doom, also vom Original Doom 1 und 2 spielen möchte. Sprich also sowohl die naja, Ableger im größten Sinne jetzt hier Final Doom, was ja eigentlich auch noch zu Doom gehört, aber nicht direkt von id Software als solches entwickelt wurde. Also jetzt nicht für die Hauptreihe Doom, sondern quasi eben als Ableger. Und dann, wie gesagt, Hexen und Heretic. Ja, und bisschen Background Story. Bei Back to Saturn X, was wir eigentlich spielen wollten, ja, da geht es natürlich gar nicht weiter. Das heißt, wir hatten ja schon gemerkt, das letzte Level war so ein bisschen so aufgebauscht wie so ein großes Finallevel. Also wie das vor dem eigentlichen Finallevel. Das Witzige ist, so ein richtiges Finallevel, also das Level, was danach gekommen wäre, was ich jetzt nicht aufnehmen wollte. Back to Saturn X Level 27 oder sowas, keine Ahnung. Ja, das ist nur halb fertig. Da kommst du in einen Raum, gehst aus dem Raum raus und dann ist weiß. Alles weiß. Geht jetzt nicht weiter. Das Level ist also unfertig und danach gibt es gar keine Level mehr. Dementsprechend ist Back to Saturn X2 erstmal Geschichte, wegen weil abgeschlossen. Das, was bisher da ist, haben wir schon durchgespielt. Und ja, dementsprechend hatten wir halt jetzt noch Doom, genau, Doom Eternal Doom. Und weil ich noch ein bisschen nach Alternativen gesucht habe, ja, ich weiß, ich hab irgendwie halt gerade Bock drauf. Dementsprechend hier halt, ne, Heretic und Hexen jetzt mit eingereiht, TNT und Plutonium mit eingereiht, spielen wir alles komplett als Vanilla, also ohne irgendwie von TNT und Plutonium könnten wir auch mit Brutal Doom spielen, so wie ich es hier unten drin habe, das kommt später irgendwann mal. Jetzt erstmal komplett Vanilla. Hexen und Heretic spielen wir sowieso Vanilla. Da gibt es auch Brutal-Versionen von. Ja, es gibt Brutal Heretic und Brutal Hexen. Habe ich sogar beides da. Spielen wir aber wahrscheinlich als Let's Play gar nicht, weil, naja, ich weiß nicht. Also, erstmal habe ich das nicht vor. Sagen wir mal so. So, und dann spielen wir im Zuge dessen, weil wir letztens hatten wir ja auch Vanilla Doom gespielt. Spielen wir auch Doom 2 nochmal als Vanilla. Und eingereiht hat sich das Ganze ein bisschen so, deswegen auch die Jahreszahlen, die ich mir notiert habe, dass es so wie dass es ein bisschen chronologisch ist. Das heißt, ich habe geguckt, ob wir erst den Block spielen, quasi so, oder ob halt so, wie es jetzt gerade stand. Und aufgrund der Jahreszahlen sieht man, okay, Plutonia geht bis 1966. Dementsprechend habe ich jetzt das tatsächlich nach hinten gestellt. Ich bin also erstmal Heretic. Dann Hexen, Bejoint, wie auch immer das ausgebaut wird, also praktisch nach Heretic, ist ja quasi der Nachfolger. Dann spielen wir Doom 2 und dessen Nachfolger Final Doom. Weil die beide basieren quasi auf der Doom 2 Engine. Dementsprechend jetzt mein Nachfolger. Ja, das Ganze also genau so. Dann wollen wir mal loslegen. So, habe ich noch drinne Record? Genau, da habe ich hier letztens noch ein bisschen rumprobiert. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen. Achso, ja, übrigens, wie gesagt, Heretic und Hexen sind keine Doom Add-ons, also diese Wads, sondern das sind richtig Hauptgames für die Doom Engine. Sprich also, wir können das auch direkt. Also, für eine abgewandelte Doom 2 Engine. Das ist eine eigenständige Engine. Die heißt, also die Exe-Dateien heißt noch richtig Hexen.exe und Heretic.exe. Basiert aber intern auf einer Doom 2 Engine, die halt stark modifiziert bzw. erweitert wurde. So, dementsprechend brauchen wir das Ganze hier auch als E-Wad. Dann legen wir mal los. So, ich hoffe mal, Sound ja, klingt vernünftig. Folgendes. Ursprünglich gab es Heretic nur als Shareware, also hier die erste Episode, City of the Damned.
Und als Vollversion mit 3 Episoden. Diese 2 Episoden hier unten, die kamen dann erst viel später, also nicht viel später, aber die kamen halt erst später hinzu per Add-on, wurden dann aber für neu gekaufte Heretic-Versionen direkt in Heretic integriert. Dementsprechend habe ich halt auch schon die neuere Version, wo gleich alle 5 Episoden drin sind. Ob wir alle 5 Episoden spielen werden, ich weiß es nicht, je nachdem ich Lust drauf habe. Auf jeden Fall fangen wir erstmal ganz klassisch mit Episode 1 an, natürlich. Was nehmen wir für. Ich muss zugestehen, ich habe Heretic. Also, ich habe Heretic schon mal gespielt, vor langer, langer Zeit, auf einem DOS-Rechner. Aber ich kann mich auch noch so an manche Levels erinnern, aber ist alles schon so ein bisschen. Also, es wird nicht Blind One, aber es wird auch nicht I Know What I Do. Ja, von daher nehmen wir einfach mal den Originalschwierigkeitsgrad. Und jetzt ist das nächste. Ist ja hier Vanilla, aber hoch und runter ging tatsächlich schon, weil mit Heretic, also Heretic, Hexen und Strife, Strife spielen wir aber nicht, ist mir persönlich so ein bisschen, keine Ahnung, wurde tatsächlich auch vertikales Ausrichten des Sichtfeldes hinzugefügt. Allerdings nicht so modern, wie wir das kennen, also so hier, dass man wirklich perspektivisch korrekt nach oben und unten gucken kann, das gab es damals noch nicht, sondern das war damals, sah das ein bisschen anders aus. Deswegen müssen wir jetzt auch auf Doom Software Renderer umstellen und trotzdem aber wieder gucken, ob es hier Textur Dingsabums da gibt. Display Option Software Renderer. Ich glaube, der Software-Renderer unterstützt überhaupt nichts, was irgendwie so Filterung angeht. Weil früher sah das Ganze nämlich so hier aus. Für die, die nicht wissen, warum das so ist, wie es jetzt hier gerade aussieht. Ja, so hat man früher tatsächlich gespielt. Das liegt daran, weil die Doom Engine konnte nicht wirklich nach oben und unten gucken. Weil es war ja immer noch eine Doom Engine. Und Doom Engine ist fix darauf fixiert. Aber wenn ich jetzt nach unten gehe, müsst ihr mal genau aufs Bild achten. Das Bild wird quasi gar nicht neu berechnet. Sondern wenn ihr jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Bild nimmt und den mal verfolgt, es wird einfach nur alles 1:1 nach oben geschoben. Und der Sichtausschnitt einfach nur nach unten erweitert quasi. Das sieht so aus, als wenn man nach oben und unten gucken würde. In Wirklichkeit ist es für die Engine aber genau das gleiche, wie wenn man einfach nur geradeaus gucken würde. Und genau das ist der Trick, der dabei genutzt wurde. Ja, geile Sache. Hat einem zum ersten Mal das ermöglicht. Sieht zwar absolut kacke aus im Vergleich zu dem modernen Hoch- und Runtergucken, klar. Aber es war damals halt absolut. Und ist natürlich auch limitiert, weil man kann nur bis zu einem bestimmten Winkel hochgucken. Weil wenn man das nämlich deaktivieren würde mit diesem bestimmten Winkel, dann würde es natürlich immer mehr zu Grafikverzerrungen kommen. Man sieht ja hier schon, wie verzerrt das alles aussieht. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir so tatsächlich so spielen werden oder ob wir doch mit dem Hardware-beschleunigten Rendering arbeiten, weil hier haben wir dieses Texture-Filtering. Was ich brauche, damit meine Aufnahmen nicht so explodieren. Von daher, wir werden wahrscheinlich hiermit tatsächlich mit dem modernen Open, also Hardware beschleunigt spielen. Aber ich werde es halt, ja. Was ich noch machen möchte, ist, können wir mal ein bisschen hochsetzen. Weil diese Spiele sind alle ein bisschen sehr dunkel. Und 1,3 ist quasi das, was man noch mit der Vanilla Engine erreichen kann, wobei da jetzt glaube ich sogar bis 1,4, keine Ahnung. Auf jeden Fall bleiben wir erstmal hier. So, und jetzt geht's los mit dem ersten Level. Oh, wir haben schon den ersten Gegner. Ah, super, fängt ja gut an. Aber an den Raum hier kann ich mich zum Beispiel noch ganz genau erinnern. Oh, wir haben nur begrenzte Munition. Das ist natürlich kacke. Was passiert denn, wenn die Munition ausgeht? Haben wir noch eine Faust oder so? Ah, wir haben einen Stock. Ist ja nett.
Achso, ja, siehst du? Also, wie gesagt, ist ein komplett eigenständiges Spiel, hat also mit Doom an sich inhaltlich jetzt nichts mehr zu tun. Allerdings, weil es halt auf die Doom 2 Engine basiert, ziehen sie sehr viele gerne Rückschlüsse. Und vergleichen sie zum Beispiel die Waffen gerne mit den Doom-Waffen. Und da gibt es zum Beispiel hier, ich kann mal ganz kurz cheaten: Give All. Das sind so die Waffen, die man später haben kann. Und ja, da werden später so gerne Vergleiche gezogen. Was die Waffen genau machen, werde ich später noch alles zeigen, wenn wir die Waffen original bekommen. Also das hier ist quasi... Das ist quasi die Faust, die man in Doom auch hat. Das hier ist so außen vor, kann man quasi auch als Faust bezeichnen. Das hier ist dann quasi die Pistole, ne? Das hier ist dann quasi die Schrotflinte. Das hier ist dann die Minigun. Das hier ist, naja, sowas wie die Plasma Gun. Und das hier ist dann quasi die BFG. Ja, warum man das miteinander vergleicht, ich habe keine Ahnung. Ich finde diesen Vergleich halt einfach witzig. Es kann also durchaus sein, weil ich kenne die ganzen Namen hiervon nicht auswendig. Weder von den Waffen noch von den Monstern, also von den Enemies. Von den Weapons und den Enemies. Von daher, ja, werde ich wahrscheinlich privat auch eher die, naja, verrückten Sachen benutzen. Kommen hier rein? Ja, man kann schwimmen. Also, ja, nicht. Also, man kann wie Jesus auf Wasser laufen. So, da oben müssen wir wahrscheinlich hin. Ja, von daher. Mir bitte nicht böse sein, wenn ich hier auch ab und zu mal Vergleich ziehe und wir haben nur noch 71 Schuss. Ich nehme also doch mal eher das Ding hier. Ich hoffe mal, es reicht für die Vögel, wobei die Fernangriff können, oder? Haben sie mich angegriffen oder? Genau. Ich habe nämlich in letzter Zeit ein bisschen privat Hexen gespielt und da sind diese Viecher nämlich schwarz und können auch Fernangriffe starten. Deswegen war ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob die jetzt Fernangriffe können oder nicht. Ah, das ist der erste Schlüssel. Achso, ja, springen und ducken geht natürlich in Hexen und Heretic auch nicht. Wobei eigentlich muss man immer sagen Heretic und Hexen, weil Heretic kam vor Hexen. Deswegen wird das Ganze ja auch zuerst spielen. Okay. Ach, da unten. Okay, wir haben einen gelben. Ich schätze mal, das soll der Schlüssel sein. So waren wir das nämlich auch. Wie gesagt, ich gehe von vielen Sachen davon aus, dass ich sie noch weiß. Ich hoffe aber, dass ich hier nicht irgendwo in einem Trugbild erlegen bin und denke, dass ich etwas weiß, was eigentlich falsch ist. Und wir uns dann tierisch verrennen. Weil, wie gesagt, ich kenne die Levels hier, also die ersten Levels kenne ich noch, weil ich sie privat früher halt gespielt habe. Allerdings kam ich da nie sehr weit. Ja. Das heißt, bei den späteren Levels dann wird es dann auch schon nicht mehr so klar werden. So, erstmal gucken. Okay, also Life is Life ist quasi unser Lebenspunkt, unsere Energie. Kann ich irgendwie auf. Ach! Siehst du, wir haben ja hier noch so ein Inventar. Ja, wir haben wie bei Hexen. Gibt es auch schon bei Heretic ein Inventar. So, dann können wir mal die Dinger hier aufsammeln. Ach, das ist direkt schon leben. Okay, genau. Ich dachte, man bekommt jetzt Inventar. Ach nee, das war ja. Ja, hier gibt es auch noch diese lisernen Fläschchen. Ach, die haben wir jetzt sogar schon. Genau. Also das Fläschchen. Wie auch immer man das aussprechen möchte, dieses Fläschchen auf Deutsch füllt quasi Leben auf Knopfdruck auf und diese blauen Dinger immer, wenn man drüber rennt. Es gibt also viele Sachen, die man hier aufsammeln kann. Oh. Übrigens, ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Folgen mache. Ich weiß nicht, wie wir uns anstellen, ob ich hier wieder pro Level eine Folge mache und dann pro Tag eine Folge hochlade, also quasi pro Tag ein Level. Das war ein Secret. Ah.
Okay, genau. Das Ding hat auch unbegrenzt Ammo. Die Frage ist jetzt nur, ist es stärker als der Stock oder schwächer als der Stock? Ich habe keine Ahnung. Ja, von daher, ich werde erstmal davon ausgehen, dass ich pro Tag ein Level quasi hochlade. Oh ja, ist stärker. Lol. Oh, Alter, wir haben nur noch 67 Leben. Das ist ja nicht mehr so prickelnd. Okay, keine Gegner. Ist ja fast langweilig. Ja, von daher kann aber durchaus sein, dass wir vielleicht auch, wenn die Level zu kurz werden sollten, ich meine, bei dem Level habe ich jetzt davor eine Menge gequatscht. Oh. Wenn die Levels aber an sich zu kurz werden sollten, oder ja, dann werde ich auch pro Tag für mehrere Folgen hochladen. Oder wenn die Level zu lang werden sollten, man kennt es aus Eternal Doom bereits, dann werde ich die Folgen natürlich aufteilen. Also ich hoffe mal hier, dass kein Level mehr als eine Stunde geht. So, hier ist ein bisschen Munition. Sehr schön, hier ist auch Munition. Momentchen mal. Ah! Schau mal an, ganz viel Glück gefunden. Ah, siehst du, am Anfang war noch der Position, da kommen noch. Ah! Das war sogar das Ding. Okay. Ah, siehst du, das kenne ich heute noch von früher. Diesen Aufstieg hier war ich auch immer drauf. Okay, da waren wir noch nicht. Da gehen wir also jetzt mal lang. Das Problem bei dieser Hand ist natürlich, man muss erstmal ganz schnell rangehen, in der Hoffnung, dass die einem nicht angreifen, bevor man die angreifen kann. Aber wenn man halt schon, wenn man es damit geschafft hat, dann ist die Waffe relativ stark, merke ich gerade. Geil. Werden wir wohl erstmal primär benutzen, weil die hat auch halt auch keine Munition. Das heißt, die können wir so oft benutzen, wie wir wollen. Und hier haben wir unsere Schrotflinte. Die wahrscheinlich geilste Waffe der Welt. Vor allem die geilste Waffe aus der Heretic. Ja. Verschießt einfach mal 3 Projektile. Kostet aber immer nur ein Projektil natürlich. Also, das unten diese 20 muss man quasi immer mal 3 nehmen. Man hat also quasi 60 Pfeile und jetzt werden immer 3 Pfeile gleichzeitig geschossen. Das Geile ist aber an der Waffe. Oder war das sie? Doch, das war die. Nee, das war diese Minigun. Jetzt haben wir mal die Gegner. Weil, glaube ich, visiert die nämlich die Gegner direkt an. Wo sind... Okay, gucken wir, wenn wir den nächsten Gegner haben. Weil diese 3 Pfeile können nämlich naheliegende Gegner quasi direkt anvisieren. So kann man ja mehrere Gegner halt gleichzeitig treffen. Wobei der mittlerste Pfeil, sieht man ja, der Pfeil in der Mitte, der ist so ein bisschen gelb. Das ist natürlich auch der stärkste Pfeil. Die beiden äußeren sind quasi nur so, naja, schwächere Ableger. Ich will jetzt die aber nicht so sehr verschwenden, weil wir haben. Ich begrenze Munition. So. Ja, wie gesagt, das ist halt diese sogenannte Schrotflinte, die beste Waffe. Und nicht umsonst wird die halt auch mit der Schrotflinte aus Doom verglichen, weil. Hat, wie gesagt, ein Spray, weil 3 Pfeile. Ja? Man merkt die. Ah! Man merkt die Ähnlichkeit. Wie kommt man da hoch? Und vor allen Dingen. Das Geile ist, sie hat halt auch so eine krasse Durchschlagskraft, wie die Schrotflinte aus Doom, weswegen die halt sehr gerne verglichen wird. Okay, kommt man nicht mehr hoch, das heißt, ich müsste jetzt quasi offiziell, müsste ich jetzt nochmal eine Ehrenrunde machen, um wieder raufzukommen. Wobei ich noch gar nicht weiß, warum ich jetzt wieder hier rauf möchte. Lol. So, hier ist ein Schalter. Deswegen möchte ich drauf. Oh. Ja, wie gesagt, direkt anvisieren ist legit, weil das konnte man sogar schon früher. Warum arbeiten wir eigentlich wieder mit Crosshair? Ich habe doch Crosshair ausgeschalten. Ach ja. GZ Doom verwaltet ja solche Optionen für jedes Spiel separat. Und da Heretic ein anderes Spiel ist als Doom, darf ich hier solche Sachen auch wieder separat ein- bzw. ausstellen. Wo war das jetzt? Gameplay. Hallo? Nein. Ach Quatsch, ist schon wieder. Hier, Display Option. Hier, Crosshair. Hä? Oder zählt das mit so hart? Hat. Ja, zählt mit so hart. Okay. Ich weiß nicht. Möchte ich das aktiv lassen, aber will das ein bisschen kleiner machen? Weil
ist halt so riesig. Wo ist denn klein? Kann man. Klein kann man denn gehen? Na, ich sag mal 5 mal 5, ist genau Viertel. So, sieht das auch schon gleich viel besser aus. Versperrt uns das die gesamte Sicht, ist ja schrecklich. Oh, da kommt der nächste. Wie gesagt, anvisieren konnte man schon früher, weil wie gesagt, hoch runterziehen war ja alles möglich. Ah, das war das genau, das war das, wo wir vorhin auch waren. Okay, dann gehen wir nochmal runter, gucken, ob hier noch ein bisschen mehr ist. Oh. Ich glaube, das ging auf dem Schalter auf. Aber ich will jetzt gucken, ob hier noch ein bisschen mehr ist, ob wir zum Beispiel hier raus können. Können wir denn da raus? Hallo? Wieso hänge ich denn hier? Hä? Moment mal. Okay, wenn ich bei diesen Dingern nur geradeaus gehe. Nee, auch so hänge ich ab und zu. Lol. Liegt das jetzt am Map-Design oder liegt das an GZU? So, dann nehmen wir mal den Teleporter, warum er der uns hinschickt. Ah! Direkt nach draußen. Ja, wir sind jetzt im Außenbereich. Ah! Nicey dicey. Ach ja. Was auch bei Hermetic dazu kam. Wasser hat eine Strömung. Oh Gott, na, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Oh. Oh, gleich zwei davon. Ach, das waren diese grünen Schießdinger. Bumm, macht man. Kannst du schießen? Ich mich halt. Ich dachte, die können schießen. Ich hätte echt schwören können, dass die Dinger schießen können. Und das hier? Warum wird mir endlich die Sachen mehr angezeigt? Bag of Holding. Ah, quasi sowas wie ein Backpack. Also, Tragetasche und da du. Ey, muss man alles neu einstellen. Display Name Tags, nein. Old. Nein. Wo war denn das mit dem? Message Option. Show Messages. Bitte einschalten, du Schwanz. Ah, Eater Wheel. Ey, die Dinger haben mein Test gespielt. Eater Wheel, yay. Ja. Genau oben diese ganzen schönen Sachen. Crystal Vial. Ist ja interessant. Ich hätte die Dinger jetzt einfach Medikit genannt, aber gut. Ja, warum ich hier gerade so rumeier? Ich kämpfe immer gegen den Strom, deswegen muss ich immer so ein bisschen mehr lenken, als ich eigentlich laufen möchte. Ah, hier ist sogar der Start. Siehst du, so schließt sich der Kreis. Und hier ist wieder ein Teleporter. Möchte ich da schon hin? Ich habe keine Ahnung. Es ist ja auch so scheiße dunkel. Ja, übrigens, Mikrofon, ich hoffe, man hört. Ich werde auch direkt nach dieser Aufnahme testen, ob die Aufnahme gut geworden ist. Die letzten Aufnahmen, die waren eine Katastrophe, ey. Das tut mir auch voll leid. Das Mikrofonkabel wurde nämlich dank unserem Hausbewohner, einem Hund, leider ein bisschen runtergezogen und ist dabei neben die ganzen Netzkabel gelandet. Das heißt, das, was man da schön die ganze Zeit als Störung hört, sind die Netzfrequenzen von den ganzen Netzkabeln. Danke dafür. Wo ich natürlich zwischen den Aufnahmen nicht geguckt habe und gleich Aufnahmen für 2 Wochen gemacht habe, waren schön alle Aufnahmen für die letzten 2 Wochen schön mit diesem satten Sinuston des Netzes über. Ich will gar nicht drüber reden. So, jetzt habe ich das Kabel richtig schön als Schlaufe zusammengeknickert, richtig schön am Mikrofon, sodass das Kabel relativ, naja, nicht straff, aber es hängt quasi zur Soundkarte durch. Es liegt also nicht so auf dem Boden oder so. Ne? Ich habe auch schon eine ganz kurze Testaufnahme gemacht. Da klang es perfekt. Aber ich vertraue dem ganzen Braten trotzdem nicht. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Oh Gott, also das erste Level geht ja schon eine Viertelstunde gerade mal. Plus Viertelstunde reden. Wir sind also schon locker bei einer halben Stunde. Heilige Scheiße. So, haben wir jetzt eigentlich noch was eingesammelt? Oh. Was ist das? Kriegt man das irgendwie raus? Ich lasse das mal alles so. Nichts nehmen, von dem man nicht weiß, was es ist.
Ah, Munition. La Munition. Ja. Ach ja, die Tür ist aufgegangen. Da war ja was. So, dann nehmen wir mal hier wieder unsere Standardwaffe. Holla, die Waldfee. Also ich muss sagen, dieser mittlere Schwierigkeitsgrad, den wir haben, der geht tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir sogar noch einen hätten höher gehen können, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die späteren Level alle werden. Vor allem das Problem ist wieder die hier. Das Add-on, was später dazu kam. Und Add-ons, kennt man aus Ultimate Doom, haben die Angewohnheit, immer noch schwerer zu werden. Und deswegen, ich hoffe, wir kommen mit dem normalen Schwierigkeitslevel ordentlich durch, also mit dem hier. Oh, das Wortspiel. Bring it them honest. Ja. Was soll ich gerade sagen? Genau, ich hoffe, dass der Schwierigkeitsgrad ist ordentlich. Oh! Ah! Das haben die eiskalt aus Doom geklaut. Aus eins der ersten Leveln gleich. Wobei, geklaut kann man nicht wirklich sagen, weil das Spiel ist ja auch von id Software. Das wurde ja in Zusammenarbeit mit id Software und Raven Software entwickelt. Es ist also keine komplette Eigenproduktion von id Software. Weil, wie gesagt, die gesamte Engine ist von id Software zum Beispiel. Aber die Spielelemente, also wie das Spiel gestaltet ist, da ist hauptsächlich Raven Software dran schuld. Ja, dementsprechend halt Kooperationsgemeinschaft zwischen den beiden. Ey, wir hatten doch keine einzigen Fernangreifer in dieser Map, kann das sein? Das sind alles Nahkämpfer hier. Ist ja geil. So, speichern wir mal. Achso, genau, da waren die Crossbows. Davon haben wir jetzt mittlerweile 85. Mal gucken, wie viel man davon haben kann. Weil wie gesagt, die Waffe wird später noch sehr geil. Also ist jetzt schon sehr geil. Hier von auf 170 und mehr haben wir noch gar nicht. Na gut. Dann bleiben wir mal. Ah, okay. Das war La Endos. Und kommen wir schon ins nächste Level. Oh. Und ich muss doch sagen, gesagt, alleine die Optik. Also Hexen und Heretic habe ich jeweils wieder damals als Kind über die Shareware, beziehungsweise bei Hexen ist das Ganze nicht mehr Shareware, sondern Demo-Version kennengelernt. War aber letztendlich auch eine Shareware-Version. Und ich hatte mich auch schon damals als Kind unglaublich in diese Grafik verliebt. Also Hexen und Heretic, ich sag immer Hexen zuerst, weil sie das also eingebürgert hat, man nennt es auch immer zuerst. Ich weiß gar nicht warum, obwohl Heretic vor Hexen kam. Egal. Also auf jeden Fall, Heretic und Hexen haben eine unglaublich geile grafische Gestaltung. Was geil ist, ja. Wenn man sich drauf einlässt, kann ab und zu auch ein bisschen verwirrend werden, weil die Maps nämlich relativ dunkel gehalten sind an manchen Stellen. Weswegen ich auch gleich von Anfang an den Gamma-Wert hochgedreht habe, weil sonst würdet ihr später auf YouTube gar nichts mehr sehen. Jo. Na gut, dann würde ich mal sagen, schau mit V. Und dann bis zur nächsten Map. Wann auch immer die für euch kommen mag, heute noch oder vielleicht wie gesagt morgen. Die Aufnahme jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen lang geworden. Wir nehmen ganzen Gelaber noch davor und danach und wie ist der Geier was. Halbe Stunde geht dazu gar noch. Ja. In dem Sinne, bis dann.